verborgene Geheimnisse des Sonnenlichts. Ein Mangel an Sonnenlicht beeinträchtigt uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Da könnt ihr ein Lied von singen in Germany, wa? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Verborgene Geheimnisse des Sonnenlichts. So stärkst du Körper und Geist. Körper und Geist in man, Alter. Sonnenlicht ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache für uns Menschen. Leider ist es so, dass meisten Zuschauer ja hier aus Deutschland kommen. Also nicht leider, dass ihr aus Deutschland kommt, aber leider ist es so, dass in Deutschland sehr wenig Sonnenlicht vorhanden ist. Gerade aktuell. Mein Beileid geht raus auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier seit einer Woche oder würde ich sagen jetzt seit 4-5 Tagen auch Sturm und Regen, weil hier gerade Regensaison ist und ich hab direkt einen Effekt. Also ich merke sofort, wie das so ein bisschen auf den Gemütszustand geht, wie mir irgendwas an Lebensenergie und Lebensfreude und energetisch einfach irgendwas fehlt so. Weißt du? Dieses täglich in der Sonne baden ist einfach eine Sache, die uns Menschen extrem gut tun kann. Deswegen auf jeden Fall, wenn es dunkel wird, Vitamin D konsumieren, damit ihr nicht in die Depression reinrutscht. Und ansonsten, wenn die Sonne rauskommt, versuchen, um die Mittagsstunden herum mindestens mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde euch Sonne zu gönnen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir gehen in den Peter rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und es geht los. Und los. Die Sonne ist unsere wichtigste Lichtquelle und dazu noch kostenlos. Sie gibt uns nicht nur Vitamin D. Noch. Wer weiß, wie die versuchen. Also, die haben es ja mit Energie auch gemacht. So. Vielleicht werden sie es auch irgendwann mit Sonnenlicht schaffen, dass wir dafür bezahlen müssen, ja Maniacs. Sondern spricht auch eine universelle Sprache. Viele alte Kulturen wussten, die Sonnenstrahlen tragen Codes einer Lichtquelle. Geil, Digga, Maya-Kalenders. In sich, die direkt mit unserem Geist kommunizieren. Obwohl wir es nicht bewusst wahrnehmen, steht unser Stern in ständigem Austausch mit den Zellen unseres Körpers. Er gibt ihnen Hinweise, wie sie sich stärken oder heilen können. Deshalb ist es wichtig, welche Informationen wir von der Sonne empfangen. Vielleicht können wir die täglichen elektromagnetischen Veränderungen, die sowohl körperliche als auch psychische Auswirkungen haben, nicht vollständig vermeiden. Doch es gibt Wege, den verursachten Schaden zu minimieren. Einer dieser Wege ist, barfuß auf der Erde zu gehen. Wichtig. Darüber haben wir bereits in einem anderen Video gesprochen. Ein weiterer Weg ist, bewusst Sonnenlicht zu tanken. Sonnenlicht ist unser einziges Mittel zur Kommunikation mit der universellen Energie. Ein Mangel an Sonnenlicht beeinträchtigt uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Da könnt ihr ein Lied von singen in Germany, wa? Ich sag euch ehrlich, ne, er hat ja gesagt, es hat einen Effekt auch. Also ich bin sogar der Meinung, dass Connection mit Sonne, aber auch mit Natur generell, mit Meer, mit Sand, mit Palmen, mit Vögeln, mit der Natur einfach, mit Gott, ne, verändert deinen Gedankensprozess, deinen Lebensweg und verändert auch die Dinge, auf die du Wert legst und so. Ich bin überzeugt davon. Ich bin hier nach Tulum gekommen, das zweite Mal, und habe angefangen, mein Leben zu hinterfragen auf Ebenen, wo ich es noch nie getan habe vorher. Und ich glaube, das hat zum einen mit der Bewusstseinsentwicklung zu tun, die ich gemacht habe, aber es hat auch mit der Natur-Connection, die ich hier automatisch in Tulum habe, zu tun. Dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, was packe ich auf meine Haut, was konsumiere ich jeden Tag, was sind meine Habits so, was sind die Dinge, die ich immer tue, aber nie richtig hinterfrage, so weißt du. Und dann habe ich angefangen, automatisch Dinge aus meinem Leben, die, wo ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich unnötig oder es tut mir nicht gut, aus dem Leben rauszustreichen. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich Connection mit Natur aufgebaut habe. So. Deswegen sage ich, dass es eine der mächtigsten Dinge für uns Menschen ist, wieder eine vernünftige Connection mit der Natur aufzubauen. Das alleine wird unser Leben verändern. Immer mehr Menschen unterstützen Teslas Theorie. Wir sind die Samen der Sterne und jeder Stern ist ein Kern, durch den Lichtfrequenzen kommunizieren und unser Bewusstseinsniveau bestimmen. Die Sterne formen ein neuronales Netzwerk, das gesamte Universum durchzieht. Wenn unser Bewusstsein davon getrennt ist, entstehen Disharmonien und Konflikte sowohl innerlich als auch äußerlich.
Dank der Sonne können wir das Energiefeld. Wer hat es nicht schon gehabt, Digga, sorry, ich muss nochmal unterbrechen. Wer hat es nicht schon gehabt, dass wenn er zu Hause sitzt und irgendwie depressiv ist oder negative Gedanken hat und dann gehst du raus in die Natur. Ich habe das Glück, dass ich das Meer in der Nähe habe, so. Und wenn ich so einen Zustand habe und wenn ich so denke manchmal und dann einfach ans Meer gehe und ins Meer reingehe, Bruder, weißt du, wie viel du da loslässt? Das ist crazy. Unser Körper umgibt, ausgleichen und ein tiefes Gefühl des Wohlbefindens erfahren. Aber wissen wir wirklich, wie man die Sonne richtig nutzt, um all ihre Vorteile zu genießen? Um die Sonne optimal zu nutzen, müssen wir uns bewusst machen, dass Sonnenlicht uns genauso nährt wie die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Viele Untersuchungen haben gezeigt, unbewusstes Essen, wie Sprechen, Fernsehen oder Grübeln während des Essens, führt dazu, dass unser Körper die Nährstoffe aus der Nahrung nicht richtig aufnehmen kann. Wenn wir unserem Essen für die Energie danken, die es uns liefert. Und vor jeder Mahlzeit seit Jahren wird gebetet. Tut das, glaubt mir. Ihr verändert nicht nur, wie euer Körper das Essen aufnimmt, sondern ihr verändert auch die Frequenz des Essens und auch des Trinkens, was ihr konsumiert, wenn ihr Dankbarkeit und Liebe da reinsendet. So. Es ist jetzt mystisch für den einen oder anderen hier, aber das hat wirklich einen Effekt. Glaub mir. Uns nicht ablenken lassen, sondern unsere volle Aufmerksamkeit auf die Mahlzeit richten, nehmen wir alle Nährstoffe vollständig auf. Das gleiche gilt, wenn wir uns bewusst der Sonne aussetzen. Nur dann erhalten wir alle Vorteile, die sie uns bieten kann. Was sollten wir also tun? Beste Leben, Digga, ich brauch Sonne. Um die Sonne richtig zu nutzen. Im Moment präsent sein. Uns des Kontakts mit dem Licht und der Präsenz der Sonne bewusst werden. Richtig durch die Nase atmen, beim Einatmen das Licht einlassen und beim Ausatmen im ganzen Körper verteilen. Volle Aufmerksamkeit richten, darauf achten, dass das Licht in unseren Körper eindringt und den Zellen die Frequenzen überträgt, die sie in diesem Moment benötigen. Das Licht visualisieren, hören und fühlen, wie es tief durch die Nase und die Poren der Haut eindringt. Zum Schluss der Sonne für alle Vorteile danken, die sie uns bietet. Diese fünf Elemente sind das Geheimnis der bewussten Interaktion mit der Sonne. Automatisch meditierst du, wenn du diese Sachen machst, die er gerade erzählt hat. So automatisch bist du in einem meditativen Zustand und du bist automatisch im Moment jetzt gerade so. Weißt du? Also es hat mehrere Vorteile. Ermöglichen es, dass die evolutionären Lichtfrequenzen auf unsere Zellen übertragen werden und eine harmonische Veränderung in unserem Körper bewirken. Nur so wird die Dunkelheit nicht nur aus unserem Inneren verschwinden, sondern auch aus unserer Umgebung. Wir sind Licht und der einzige Weg, uns zu befreien, ist, diese mächtige Energie, die wir alle in uns tragen, auszustrahlen. Abschließend lässt sich sagen, dass die bewusste Nutzung des Sonnenlichts uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional stärken kann, indem wir... Die Sonne hat so einen heftigen Effekt darauf. Mit einer der größten Gründe, warum ich hier in Mexiko bin. Die Sonne und das Meer. Die Energie der Sonne öffnen und sie achtsam in unser Leben integrieren, können wir ein tiefes Gefühl des Wohlbefindens und der Verbundenheit mit dem Universum erfahren. Nutzen wir diese natürliche Kraft. Auch, man sieht es ja auch schon alleine, wenn du einen Menschen siehst, der viel Zeit in der Sonne verbringt, der strahlt anders als ein Mensch, der viel Zeit in der Dunkelheit verbringt. Wissen wir ja alle. Also du siehst gesünder aus, wenn du Sonne konsumierst. Du siehst einfach fresher aus so. Und also der Körper und das, was du ausstrahlst, ist ja auch nur eine Reflexion von deinem Inneren so. Also das hat beides. Wenn du äußerlich fresher aussiehst und mehr leuchtest, dann ist das wahrscheinlich innerlich genauso. Um unser inneres Licht zu erwecken und zu teilen. Lass uns die Sonne nicht nur als Quelle von Vitamin D betrachten, sondern auch als eine mächtige Verbündete in unserem Streben nach ganzheitlichem Wohlbefinden. Durch bewusste Interaktion mit ihrem Licht können wir nicht nur unsere Gesundheit verbessern, sondern auch eine tiefere Verbindung zu uns selbst und zur Welt um uns herum herstellen. Geil. Kurz und knapp, aber nice.
Sonne hin, meine lieben Freunde, Alter. Genießt die Sonne, wenn die Sonne rauskommt, mal in Deutschland. Genießt sie mit jedem einzelnen, also jede einzelne Sonnenstrahl solltet ihr aufsaugen. Gerade in Deutschland, weil man da so wenig davon bekommt, so weißt du. Ich liebe euch, schreibt mal eure Gedanken dazu auch gerne unten in die Kommentare rein. Wie ich schon gesagt habe, für mich persönlich ist die Sonne mittlerweile halt, gehört so krass zu meinem Leben dazu, dass ich mir gar nicht mehr richtig vorstellen kann, weit weg von der Sonne zu sein, so weißt du, und wieder darauf angewiesen sein, für ein paar Monate im Jahr vielleicht mal eine Woche oder so Sonne zu bekommen, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also diese Connection, die ich mit der Natur und mit der Sonne, mit dem Meer und mit den Tieren und mit der Natur generell hier aufgebaut habe, die will ich eigentlich ungern wieder loslassen, deswegen... Ich bin happy, dass ich hier bin und dankbar auch extrem jeden Tag dafür, dass ich an so einem Ort lebe, wo ich wirklich so extrem viel Sonne konsumieren kann und auch Natur generell so. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Peace out. Sunnet in, man, Alter. Gib mir die Sunny-Vibes, Bro. Sunny!